Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute werden wir uns mal wieder zwei Community-Projekte anschauen. Das erste wird ein Rätsel sein, da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat jemand aus unserer Community gebaut und ich weiß nicht, was mich erwartet und ob ich das Rätsel lösen kann. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken und dann werde ich euch auch noch mal ein bisschen durch unsere Community führen. Also Leute, falls ihr Interesse habt, wir haben ja unseren eigenen Enshrouded-Server. Joint meinem Discord, den Link dazu findet ihr in der Infobeschreibung. Und wenn wir gerade schon dabei sind, lasst auf jeden Fall einen Like da. Ein Abo und vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu aktivieren. Nein, Spaß. Also Leute, wir starten rein. Ich bin gespannt und let's go. Ja Leute, wir sind jetzt auf unserem Community-Server angekommen. Und hier seht ihr den Pfeil, der uns ins Labyrinth schickt. Ich hoffe, es passiert mir nichts, wenn ich jetzt da runterfall. Wir werden es gleich sehen. Oh mein Gott. Ich bin echt mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Alter, wie weit geht es runter? Hilfe! Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Licht dabei habe, falls es da unten irgendwie komplett duster sein sollte. Okay. Wir gehen einfach weiter. Irgendwann wird es wahrscheinlich ein Ende haben und wir kommen in China raus. Nein, Spaß. Okay, wir sind angekommen. Das ist ein Labyrinth und wir müssen den Ausgang finden. Genau, wir müssen also einfach nur den Ausgang finden. Wo gehen wir denn lang? Links oder rechts? Ich tendiere natürlich als Rechtshänder auch nach rechts zu gehen. Oh mein Gott, ich bin ja mal total gespannt. So, von dort sind wir gekommen. Gut, das heißt, da ist eine Sackgasse. Dann gehen wir hier lang. Und einfach rechts weiter. Und wir gehen einfach immer rechts. Mal schauen, ob uns das in die richtige Richtung führt. Also das finde ich cool. Ich mag nämlich solche Rätsel. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich den Ausgang finden werde. Okay, also bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Und hier kann man durchlaufen. Machen wir doch einfach mal. Und schauen, wo uns das Ganze hinführt. Wenn ihr übrigens selber auch Bock habt, dieses Labyrinth zu machen, dann folgt, wie gesagt, meiner Einladung und kommt zu uns auf den Discord. Wir haben hier nämlich sowas von geiles Zeug. So, also rechts, rechts, rechts. Wir sind immer einfach nur rechts und ich glaube, nee, es ist keine Sackgasse. Wir können immer noch weitergehen. Und hier sind wir hochgekommen? Ist das Labyrinth jetzt fertig? Oder geht es weiter? Hier ist auch nochmal eine Tür. Ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt rechts weitergehen, also die Tür muss ja irgendwas bedeuten und ich schätze mal, ich weiß auch nicht, was sollen wir machen, links oder rechts? Leute, ich weiß es nicht. Wir gehen rechts lang, ich lasse mich nicht beirren von dieser Geheimtür. Ja genau, wir haben gesagt, wir bleiben immer rechts. Was ist da? Da kommt man also auch hoch, okay? Nee, nee. Wir lassen uns nicht beirren. Ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt. Wir werden den Ausgang auf jeden Fall finden. Ich bin gespannt, wie lange wir jetzt dann am Ende tatsächlich dafür brauchen. Rechts. Rechts, rechts. Das ist echt cool gemacht und eigentlich schon auch verwirrend, ja. Wieder rechts und wieder rechts. Rechts und da hinten lang. Das ist wirklich richtig geil. Es macht auch voll Spaß, obwohl hier eigentlich in dem Sinn ja nichts weiter ist, außer ein Labyrinth. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob ich jetzt schon tausendmal im Kreis gerannt bin. Es gibt nämlich auch nicht wirklich Anhaltspunkte. Ach Mist, hier kommt man wieder runter. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind, dass wir wieder runter müssen. Okay, also dann war das jetzt die erste Sackgasse. Dann gehen wir hier lang.
Hä, waren wir da nicht gerade schon? Oder bin ich jetzt komplett lost? Da geht's auch wieder runter. Also irgendwo muss es wahrscheinlich, denke ich, mir einen Weg nach oben geben. Die Frage aller Fragen ist nur, wo? Nö, da will ich nicht lang. Ich will da lang. Das ist so cool und macht so Spaß. Okay, hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir da lang. Da ist auch eine Sackgasse. Na toll. Super. Schon wieder in die Irre geführt. Und da geht's wieder runter. Müssen wir vielleicht doch runter? Ich habe ja keine Ahnung. Ja, Leute, und wenn ihr Bock habt, genauso ein cooles Community-Projekt zu machen wie mein YouTube-Kollege Contract, dann kommt zu uns in den Discord und wir überlegen uns was richtig Cooles. Shoutouts an dieser Stelle an Contract. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Da wird es wohl nicht lang gehen. Nee. Oh mein Gott. OMG, what is da los? Hätten wir vielleicht doch den Geheimgang nehmen sollen? Ich weiß nur nicht mehr, wo der war. Wo ist der Geheimgang? Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Gut, die nehmen wir. Da geht's wieder runter. Ich möchte aber nicht runter. Hallo, ich will hoch. Ich bin das Alpha-Team. Ich glaube, das Alpha-Team wäre hier auch aufgeschmissen. Da geht's wieder runter. Wo sind wir, der Fuck? Ah, Hilfe. Nee, nein, nein, nein. Es geht nicht nach unten. Wir müssen schon hier oben bleiben. Wir müssen ja rauf. Es macht also gar keinen Sinn, dass es nach unten geht. Das ist wirklich eine komplizierte Geschichte hier. Hätte ich mir tatsächlich nicht ganz so schwer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich bereue es, dass ich nicht diese Geheimtür genommen habe. Ich bin euch ehrlich. Es wurde gesagt, man schafft es in 4 Minuten. Wie lange nehme ich schon auf? 23? Ist es peinlich? Und hier führt wieder eine Treppe nach unten. Ich fasse es nicht. Ich mag jetzt dann nicht mehr. Das ist doch belastend. Halt! Nee. Scheiße, jetzt dachte ich, da wäre eine Tür. Hab ich mich geirrt? Hier ist eine Tür. Die bringt uns eins weiter nach oben. Wir haben es endlich geschafft. Krass. Krass, krass. Und hier geht's weiter. Oh Mann. Oh. Es sieht auch richtig geil aus hier drin. Sag mal. Richtig schön gemacht mit den ganzen Statuen da an der Seite, die mich dann noch mehr maximal losten, aber egal. Das Coole ist, dadurch, dass ich nicht ganz so schnell durchkomme, habt ihr jetzt auch keine Referenz, wie ihr langlaufen könnt, wenn ihr Bock habt, hier zu joinen? So ist das nämlich. Also, das hier ist wirklich verwirrender als die anderen beiden vorher. Ich sag's, wie es ist. Was war hier? Ah! Oh! Ah, oh! da kommt man runter. Ich will aber nicht runter. Oder muss ich runter? Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Wir bleiben schön hier oben. Und dann lassen wir die Tür mal auf, dass ich weiß, dass wir da schon waren. Och nee, hier geht's wieder runter. Dann gehen wir jetzt hier rechts lang. Aber eigentlich muss in der Mitte irgendwas sein. Hier habe ich schon aufgemacht und da war ja nix. Also wie verschachtelt kann eigentlich irgendwas sein? Es muss doch hier irgendwo ein Ende geben. Halleluja, das ist wirklich zum Verzweifeln. Sitzen. Wir setzen uns jetzt kurz eine Runde. Krass, krass, ist doch nicht möglich. Vielleicht sind diese Hocker irgendwelche Indizien. Überall, wo ein Hocker ist, muss man irgendwie so abbiegen. Kann doch nicht sein, kann doch nicht sein. Also ich renne hier immer noch rum, vergeblich im Kreis, um irgendwas zu finden, hier rauszukommen.
Ich habe mir jetzt Popcorn geholt, weil sonst stehe ich das hier nicht durch. Wo ist dieser blöde Ausgang bzw. diese doofe Treppe nach oben? Ich werde noch ganz wuschig hier drin. Ich wette, ich bin jetzt schon so oft dran vorbeigelaufen. Ach so, wisst ihr, was ich jetzt gar nicht gemacht habe? Ich habe noch gar nicht nach oben geschaut. Oder nach unten. Hey, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können aber auch ein Wettrennen durch das Labyrinth machen. Für alle, die Bock drauf haben. Weil ich mir jetzt sowieso nicht merken konnte, wie ich langgelaufen bin. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und weiter geht's. Nur mal so, dass ihr euch totlachen könnt. Ich habe jetzt schon über eine Stunde Aufnahmematerial. Meine Popcorn sind leer, mein Energy ist leer und Energy habe ich keine mehr. Oh mein Gott. Jetzt reicht's mir dann aber. Stefan, dafür musst du mir 3 Kugeln Eis ausgeben, ohne Schmarrn. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 1 Stunde 20. Ich kann nicht mehr. Also Stefan, wenn ich dich in die Finger krieg, dann ist was los in der Hose. Spaß. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu blöd. Oh Gott, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, beziehungsweise wie es weitergeht. Und zwar habe ich ja gesagt, runter macht eigentlich keinen Sinn. Aber dann bin ich jetzt mal hier einfach lang gelaufen. Und tatsächlich, hier geht es dann weiter mit solchen, ja, Dingsy-Dönksys, Gittern. So, und jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wo ich langlaufen muss. Ich mache es jetzt einfach mal irgendwie. Und hoffe, dass ich da rauskomme. Ach, da ist der Ausgang. Ah, oh ja, ich glaube, hier könnte ich richtig sein. Denn in dem anderen Gang waren nicht so viele Strohdinger. Außerdem war der viel weiter unten. Jetzt geht es hier wieder hoch. Da auch wieder. Okay, I see. Ich glaube, wir sind tatsächlich richtig. Juhu, wo ist der Ausgang? Ich bin eh schon so gefrustet. Ach ja, hier ist die Yadvin, hier ist ein Trampoline. Oh, wow, Hilfe, was ist jetzt so hässlich? Kannst du bitte ganz nach oben springen? Alter, was macht sie da? Sag mal, das gibt's doch gar nicht, dass ich da jetzt wieder nicht... Ja. Wo muss ich denn hin? Also sag mal. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Scheißendreck. Also das ist echt next level, dieses Labyrinth. Ich werde den Part jetzt auch an der Stelle beenden. Ich habe zwar gesagt, ich möchte euch dann noch das, die Community-Bauten zeigen... Aber tatsächlich werde ich das dann auf das nächste Video verschieben, weil ich jetzt in summa summarum 1 Stunde und 43 Minuten gebraucht habe, um zu checken, dass ich jetzt hier rausgehen kann. Also Leute, das war wirklich krass. Schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.